Hallo, guten Tag. Ich bin der Heiner. Ich möchte euch gerne ein kleines Liedchen singen, weil ich gehört habe, vielen Kindern ist langweilig. Das Lied ist ein ganz besonderes Lied. Es ist aus einem Theaterstück. Ein kleiner Junge, Max heißt er, der sehr, sehr schüchtern ist und sehr viel Angst hat vor allen möglichen Leuten und vor seinen Klassenkameraden. Der kriegt eines Tages Besuch von einem Löwen, tatsächlich von einem richtigen Löwen, weil die Löwen in Afrika, die verstehen das ganz genau, wenn kleine Jungs und kleine Mädchen irgendwie zu viel Angst haben, dann müssen die Löwen dahin und helfen. Der Max hat aber das Problem, keiner glaubt ihm, dass er einen Löwen hat, deswegen versteckt er den Löwen in seinem Bett und dann geht er zur Schule und wenn er nach Hause kommt, dann spielt er mit dem Löwen, der ist ganz nette Löwe. Aber eines Tages kommt er nach Hause von der Schule und überall in der Wohnung liegen Knochen und er kriegt totale Angst, weil er denkt, der Löwe hat seine Eltern gefressen, weil er Hunger hatte und so. Aber das war gar nicht. Der Löwe hatte tatsächlich Hunger, aber er hat keine Eltern gefressen. Der hat die Kühltruhe leergeräumt und die gefrorenen Sachen immer auf die Heizung gelegt. Und da liegt auch noch so ein paar Koteletts, liegen da auch noch. Aber der Rest ist alles leer gefressen. Und dann der Löwe sagt dann noch, aber dass das wirklich scheußlich geschmeckt hat. Also das schmeckt so sowas. Mag ein Löwe nicht so gerne. Also so kaltes Essen aus Truhe, also er braucht eigentlich was anderes. Und dann singt der Löwe, der Oscar heißt, für den jungen Max ein Lied über das, was Löwen eigentlich gerne fressen, wenn sie zu Hause sind in Afrika. Zum Frühstück ein Gnu, ein kleiner Büffel dazu, mit viel frischem Blut. Schmeckt dem Löwen sehr gut. Sehr interessant. Schmeckt auch Elefant. Ein Zebra am Tag. Das macht dich locker und stark. Sehr gesund sind Krokodile, die haben viele Vitamine. Sehr lecker sind die schnellen Antilopen und Gazellen. Kleine Antilopenkälber fangen die Löwenkinder selber. Doch die Landklapperschlangen muss für sie der Papa fangen. Nashornfleisch ist zwar hart, doch sehr delikat. Ab und zu ein Dromedar. Das macht die Stimme hell und klar. Doch leider gibt's in der Savanne ab und zu eine kleine Panne. Eine uralte Giraffe ist zum Beispiel eine Strafe. Auch von älteren Kojoten schmecken höchstens noch die Pfoten. Also wenn das Fleisch nicht frisch ist, wirf es dahin, wo Gebüsch ist. Ja, du hast da Ruhe. Du greifst einfach in die Truhe, dieses kalte Ding da in der Küche. Du greifst einfach hinein und hast ein Lamm oder ein Schwein. Doch ich will kämpfen, ich will siegen, will sie an der Gurgel kriegen. Ich lieg voll Power auf der Lauer, ich brauch Sport, sonst werd ich sauer. Du machst nicht mal mehr Gymnastik und dann schmeckt's noch nach Plastik. Diese eiskalten Sehnen fressen nicht mal die Hyänen. Na gut, man wird satt. Wenn man nichts anderes hat, vielleicht gewöhnt man sich ja dran. Ich fange ja erst an. So ein kleines Kotelett ist ja irgendwie ganz nett. Doch ob mir das reicht, und wenn man vergleicht, Gnu ist unschlagbar. Ich will nach Afrika. Cha-cha-cha. Ein ganz anderes Lied. Ein ziemlich albernes Lied, wie ich finde. Das Lied ist so albern, dass man es eigentlich gar nicht vorführen sollte. Es geht um eine Lokomotive. Es heißt auch noch Lokolieschen. Aber ich habe irgendwann mal einen Weg gefunden, wie dieses Lied doch ganz lustig zu spielen ist. Also erstmal spiele ich es euch ganz normal vor, ja? Das geht so. Puff, 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 kleines Lokolieschen. Puff, 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 fahr mich in die Welt. Bist so süß und so schön dreckig, vorne rund und hinten eckig. Puff, 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 kleines Lokolieschen. Fahr mich in die Welt. Ihr merkt schon, das ist kein tolles Lied.
Aber der Witz ist der, wenn man das zusammen macht und zwar ohne Gitarre und nur singt und dann bestimmte Zeichen dazu macht, dann fängt das Lied an richtig Spaß zu machen. Ich mache es ja mal ganz langsam vor, ja? Ihr könnt, wir machen es zweimal, dann könnt ihr nachher mitmachen. Also Achtung. Puff, 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 kleines Lokulieschen. Puff, 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 fahr mich in die Welt. Bist so süß und so schön dreckig, vorne rund und hinten eckig. Puff, 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 kleines Lokulieschen. Puff, 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 fahr mich in die Welt. Ist schon viel schöner. Wollen wir es noch einmal üben zusammen? Einmal noch üben. Wir machen es mal so. Jetzt machen wir erstmal nur die Mädchen. Ja, nur die Mädchen, ja, die da zugucken. Ja, Jungs können mit üben, aber erstmal nur die Mädchen. Also und puff, 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 kleines Lokulieschen. Puff, 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 fahr mich in die Welt. Bist so süß und so schön dreckig, vorne rund und hinten eckig. Puff, 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 kleines Lokulieschen. Puff, 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 fahr mich in die Welt. Habt ihr sehr schön gemacht. Jetzt die Jungs, jetzt die Jungs. Achtung und puff, 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 kleines Lokulieschen. Puff, 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 fahr mich in die Welt. Bist so süß und so schön dreckig, vorne rund und hinten eckig. Puff, 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 kleines Lokulieschen. Puff, 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 fahr mich in die Welt. Und jetzt kommt noch der Höhepunkt. Ein letztes Mal mit Eltern auch. Eltern, Vater, Mutter, Jungs, Mädel, alle. Aber ausnahmsweise, ohne dass ihr dazu singt. Ihr müsst im Kopf singen, damit ihr wisst, was ihr machen müsst. Aber ich will nichts hören. Also von mir hört ihr auch nichts. Also, jetzt, ne? Ich weiß, es sieht ein bisschen albern aus, aber was macht man nicht alles in Zeiten von Corona, wenn man nicht raus darf? Also Achtung und das habt ihr sehr, sehr schön gemacht. Und wenn wir jetzt fertig sind, ihr könnt das Lied, dann könnt ihr es auch so laut machen, dass man, dass die Leute in Tübingen denken, mein Gott, was ist denn ein Reutling, hört schon wieder los und so. Also könnt ihr auch eine machen. Ne? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Und wenn ihr irgendwie uns Theater in der Tonne was schreibt, dann können wir überlegen, ob wir nächste Woche nochmal zwei Lieder machen. Oder so können wir mal drüber nachdenken. Also, viel Spaß, haltet durch, wir schaffen das. Ciao.